Ja, Schmuddelwetter draußen, aber es freut mich sehr, Sie heute so zahlreich begrüßen zu dürfen. Ich stelle Ihnen heute im Rahmen dieses Webinars unser Incubation-Modell vor, als alternative Form des Markteintritts bei der Auslandsexpansion. Und ja, dazu schauen wir uns zunächst die bewährten Markteintrittsformen an, sowie ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. Und anschließend stelle ich dann ja das Incubation-Modell im Detail vor. Und zum Schluss zeige ich Ihnen anhand von ein paar Praxisbeispielen von unseren Kunden, damit Sie eine bessere Vorstellung haben, wie das Ganze funktionieren kann. Bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, ein paar organisatorische Dinge vorab. Sie sind während des Webinars stumm geschaltet und sollten während der Veranstaltung Fragen aufkommen, können Sie die gerne in den Chat schreiben. Ich werde diese dann am Ende beantworten und ja, sollten Sie individuelle Fragen haben, die vielleicht zu komplex für die große Runde sind, können Sie mir gerne auch eine E-Mail schreiben. Darüber hinaus wird das Webinar aufgezeichnet, also falls Sie uns früher verlassen müssen leider oder falls Sie bestimmte Dinge sich noch einmal anschauen möchten, ist das kein Problem. Sie können die Aufzeichnung dann gerne auch bei mir per E-Mail anfragen. Next, please. Zunächst zu meiner Person. Mein Name ist Marius Heikmann. Ich bin seit 2019 bei Meyer Vidorno Altios und ich arbeite hier an unserem Standort in Köln als Business Development Manager. Neben der Kundengewinnung ist meine Aufgabe eben auch die Betreuung unserer deutschsprachigen Kunden und deren Projekte. Und so fungiere ich quasi als Brücke zwischen unseren Kunden aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und unseren Auslandsbüros weltweit. Viele von Ihnen kennen sicher Meyer Vidorno noch als reine Indienberatung, die wir 20 Jahre lang auch waren. Doch seit der Fusion mit Altios im vergangenen Jahr ist die Beschreibung Internationalisierungsberatung oder, wie ich finde, vielleicht auch Internationalisierungsdienstleister treffender. In der Beratungsnische sind wir mit 750 Mitarbeitern in 22 Ländern weltweit führender Dienstleister und wir begleiten unsere Kunden bei allen Belangen der Internationalisierung, also nicht nur beim Markteintritt, sondern auch beim Ausbau mit lokalen Teams vor Ort im jeweiligen Auslandsmarkt. Dabei ist uns eine langfristige Partnerschaft sehr wichtig, also auch die Begleitung eines Kunden durch verschiedene Phasen der Internationalisierung hinweg und auch über verschiedene Märkte. Ja, wer sind unsere Kunden eigentlich? Also hauptsächlich haben wir Kunden aus dem Mittelstand, also Unternehmen mit Umsatzgrößen zwischen 20 Millionen und 1 Milliarde Euro. Und überwiegender Anteil dieser Kunden ist im B2B-Bereich tätig und hat auch in den allermeisten Fällen schon einen gewissen Exportanteil, also weit über 25%. Und die Kunden unseres Incubation-Modells, um das es heute gehen soll, die haben sogar meist Exportanteile weit über 50% und sind dann auch schon weltweit vertreten. Spätestens seit Corona, ja, wird das Incubation-Modell auch verstärkt angefragt. Und warum das so ist und worum es sich ja bei dem Incubation-Modell handelt, warum es gerade für Firmen interessant ist, die bereits weltweit verkaufen, das werde ich auf den kommenden Folien heute erklären. Next, please. Hierzu beginnen wir zunächst mit einer stark vereinfachten Darstellung der verschiedenen Markteintrittsphasen. Ja, wie Sie wohl alle kennen, versucht man es zunächst über den Direktvertrieb zu Kunden, die man vielleicht auf Messen kennengelernt hat oder verkauft an Konzerne, die man bereits von zu Hause aus kennt. Und in vielversprechenden Ländern sucht man sich dann gegebenenfalls auch Agenten, Distributoren, Vertriebspartner, die dann weitere Kunden für Sie identifizieren und gegebenenfalls auch den After-Sales-Service übernehmen können. Sobald dann gewisse Umsatzgrößen erreicht werden, gründet man vielleicht eine eigene Tochtergesellschaft und einige Firmen kaufen auch den lokalen Partner, mit dem sie zusammengearbeitet haben oder gehen dann Joint Venture ein, um vielleicht eine lokale Produktion zu eröffnen. Die meisten unserer Kunden, ja, sind bereits in vielen Märkten mit eigenen Tochtergesellschaften weltweit vertreten und in den übrigen Märkten dann eben über Vertriebspartner in den Auslandsmärkten unterwegs. Ja, wie Sie wahrscheinlich auch wissen, gibt es immer wieder Märkte, und das ist ganz normal, wie ich finde, die sich nicht so einfach entwickeln, wie erhofft und wo die Umsätze nicht hoch genug sind, um eine eigene Gesellschaft zu gründen. Und ja, auch der Wechsel des Vertriebspartners bringt oft eben nicht die gewünschten Resultate und das Marktpotenzial wird nicht ganz ausgeschöpft. Und für genau diese Fälle haben wir eben auch dieses Incubation-Modell ursprünglich entwickelt und ich möchte an dieser Stelle etwas mehr dann ins Detail gehen. Next, please. Schauen wir uns erstmal den Markteintritt über Vertriebspartner an. Das darüber zu versuchen, ist naheliegend und aufgrund der geringen Investitionskosten und mit einem gut vernetzten Partner hat man eben auch einen schnellen Marktzugang. Und solange die Umsätze sich gut entwickeln, mit über 20% Wachstum pro Jahr, ist an dieser Strategie scheinbar auch erstmal nichts auszusetzen. In den meisten Fällen
stoßen Sie Vertriebspartner jedoch irgendwann an Ihre Grenzen und die Umsätze stagnieren irgendwo. Und als Grund hierfür wird üblicherweise, vielleicht kennen Sie es, der zu hohe Produktpreis angeführt. Und ja, spätestens jetzt rächt sich eben auch, dass Sie keine direkten Kundenbeziehungen haben vor Ort. Nicht nur, dass die Kunden ungern dann über Mittelsmänner kaufen, die für die Qualität der Produkte nicht selbst verantwortlich sind. Man hat auch keinerlei Kontrolle, was der Partner sonst noch verkauft. Stichwort Exklusivität. Also Sie können dem Partner nicht in die Bücher schauen. Und ein weiteres Problem ist, dass ja die Vertriebspartner, also deren Mitarbeiter vor Ort oft häufig nicht gut genug geschult sind und einfach nur über den Preis jeweils verkaufen. Und ein technischer Vertrieb über die Produktqualität ist schlecht mit schlecht geschultem Personal einfach schlecht zu leisten. Wir kennen aber auch Fälle, wo es einfach viel zu gut gelaufen ist, wo es von einem Kunden von uns, der Partner, gleichzeitig auch ein großer Kunde in vielen anderen Ländern war und ja, dort hatte er die Umsätze zum Beispiel in Indien auf über 8 Millionen Euro gesteigert und dann fing er an, eben die Preise zu diktieren und ja, so ist man einfach zu abhängig und ist eben dann auch nicht gut, wenn es zu gut läuft. Und ja, das Hauptproblem aber mit Vertriebspartnern ist, wie ich finde, das liegt sicherlich daran, dass man selbst kein eigenes spezifisches Marktwissen sich aneignen kann. Und ja, das Wissen um die Wettbewerbspreise, um aktuelle Projekte im Land, um Kundenfeedback, das alles ist gefiltert und alle Informationen kommen nur durch den Partner an Sie, wenn überhaupt. Ja, und der Vertriebspartner hat, und das liegt auch in der Natur der Sache, eher ein kurzfristiges Interesse an der Gewinnmaximierung und er achtet weniger auf ja, guten Service, um langjährige Kundenbeziehungen und auch ausreichend Lagerbestände. Es wird im Vertrieb immer auf die Produkte konzentriert, die dann ihm vielleicht kurzfristig den schnellsten Erfolg bringen, Stichwort Low-Hanging Fruits. Und an ja, langwierigen technischen Verkaufsprozessen ist eher weniger Interesse vorhanden. Ja, und wenn jemand, wenn jedoch der After-Sales-Service nicht gewissenhaft von gut geschultem Personal durchgeführt wird, dann kann das nachhaltig die Reputation eines Mittelständlers zerstören. Und auch in besonderem, wenn man in einer Nische tätig ist, wo eh sich jeder schon untereinander kennt, kann das schwerwiegende Folgen haben, wenn es in einem Land dann nicht gut läuft. Ja, größere Länder wie die USA, Indien oder China machen zudem oft eine multiple Händlerstrategie dringend erforderlich, was aber aufgrund der Distanz zum Mutterhaus dann auch schwer zu realisieren ist und zu managen ist. Next, please. Thank you. Eine eigene Tochtergesellschaft gleicht die Nachteile der Vertriebspartnerstrategie aus. Ein eigenes Team vor Ort steht als Garant für die Qualität ihrer Produkte. Ja, und so wirkt sich eben auch das positiv auf das Geschäft aus. Man hat eine direkte Kundenbeziehung und bekommt dementsprechend auch direktes, ungefiltertes Feedback und erwirbt ja, spezifisches Marktwissen über Wettbewerbsprodukte, Preise und so weiter. Man hat auch eben die Möglichkeit, ein landesweites Netzwerk mit mehreren Vertriebspartnern und Agenten aufzubauen, die von dem Team vor Ort geführt werden. Nun eben der Nachteil, das Ganze kommt mit einem ziemlich großen administrativen Aufwand daher, der häufig unterschätzt wird. Das wirkt sich in etwa so aus, dass der Geschäftsführer der Vertriebsniederlassung sich kaum auf den Vertrieb konzentrieren kann, weil er eben so viele andere Aufgaben zu erledigen hat oft. Und auch am Mutterhaus werden zusätzlich Kapazitäten gebunden. Die ganzen hier aufgeführten Nachteile, ja, die schlagen erst so richtig zu Buche, wenn die Tochtergesellschaft nicht genügend Umsätze generiert. Der hohe administrative Aufwand schmerzt also umso mehr, wenn die Tochter vor Ort Cashflow-Probleme bekommt und man sie dann über Kapital aus dem Mutterhaus finanzieren muss. Auch wenn die Umsätze noch gering sind, müssen sie trotzdem die lokalen Compliance-Anforderungen erfüllen, das mit entsprechend geschultem Personal und das ist in der Regel teuer. Und um Wildwuchs in der lokalen Niederlassung zu vermeiden, ist man auch gut beraten, am Anfang entsprechende Prozesse zu implementieren, was ebenfalls langwierig ist und Kapazitäten für Mutterhaus bindet. Diese Prozesse sind zeitintensiv. Unsere Kunden gründen daher erst ihre eigene Niederlassung oft, meist erst dann, wenn der Break-Even-Punkt gesichert ist und sich die eigene Tochtergesellschaft von alleine tragen kann. Andernfalls ist der Aufwand einfach viel zu hoch. Eine eigene Tochtergesellschaft wieder abzuwickeln, das kann ich Ihnen sagen aus Erfahrung, das ist kompliziert, dauert sehr lange, ja, bindet zusätzliches Geld und trägt auch nicht zur guten Laune bei. Und ja, was macht man aber nun, wenn die Umsätze noch so gering sind, dass sich eine eigene Tochtergesellschaft nicht lohnt und man mit den Vertriebspartnern keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt?
Und man aber sicher ist, dass im Markt noch ein bisschen mehr Potenzial vorhanden ist. Das geht dann in der nächsten Folie weiter. Next, please. Ja, unser Incubation-Modell wurde für genau diesen Fall geschaffen. Man kann es als Form zwischen Vertriebspartner und Tochtergesellschaft verstehen. Und in dem Modell widmen sich also Maya Vidorno Altios Vertriebs- und gegebenenfalls auch Service-Teams zu 100% ihrem Projekt, ohne dass sie eine eigene Gesellschaft gründen müssen. Und nochmal ganz wichtig vorweg an der Stelle, man kann keinen Mitarbeiter in den USA oder auch sonst wo außerhalb der EU direkt beim Mutterhaus in Deutschland, Österreich oder der Schweiz einfach anstellen. Und ja, das erzeugt schlichtweg eine illegale Betriebsstätte. Und auch wenn der Mitarbeiter vor Ort seine eigene Firma gründet und ja dann Rechnungen für Vertriebsaktivitäten stellt, erzeugt das ebenfalls eine illegale Betriebsstätte. Und neben diesem, ja, nennen wir es mal steuerrechtlichen Problem, dass es schlichtweg illegal ist, kann man eben auch außerdem den Mitarbeiter nicht richtig kontrollieren und steuern. Man hat somit eben die sämtlichen Nachteile, die ja das Vertriebspartnermodell mit sich bringt, zuzüglich der Kosten von einer eigenen Niederlassung vor Ort. Und einen Vertriebspartner ein monatliches Fixum für Gehälter zu bezahlen und am besten noch zusätzlich zur Provision, bringt einen auch nicht weiter und hiervor können wir nur abraten. Next, please. Unser Incubation-Modell bietet hier eine gute Lösung. Im jeweiligen Auslandsmarkt werden geeignete Teams aus Verkäufern, Einkäufern, Servicetechnikern und seit einiger Zeit auch immer mehr Ingenieuren in Absprache mit dem Auftraggeber zusammengestellt und geschult. Die Mitarbeiter, ja, die für das jeweilige Projekt arbeiten, sind unsere Mitarbeiter und diese werden auch entsprechend von uns geführt. Und all dies wird von erfahrenen Maya Vidorno Altios Managern vor Ort überwacht, die sowohl dann eben auch Mentor für das lokale Vertriebsteam sind, aber auch gleichzeitig ihre vertrauensvollen Berater vor Ort. Und ja, als Verbindlichkeit, alle Verbindlichkeiten und Verantwortlichkeiten dieser Mitarbeiter und Teams, die liegen bei Maya Vidorno Altios. Die Kosten für diesen Einsatz werden in der Gewinn- und Verlustrechnung Ihres Unternehmens im Heimatland verbucht, ganz einfach. Das Modell ist somit ideal, vielleicht um erstmal einen Auslandsmarkt ohne großes Risiko zu erkunden, sich entweder leicht wieder zurückzuziehen oder im Idealfall, wie es bei vielen Kunden von uns ist, wenn die Zeit dann reif ist, eine eigene Gesellschaft zu gründen. Und dann können wir auch alle kommerziellen Aktivitäten und Projektstrukturen von Maya Vidorno Altios dann einfach auf die neue Gesellschaft übertragen. Bisher nutzen über 30 Hidden Champions, Stichwort Professor Simon, die versteckten Weltmarktführer, unser Modell. Wir haben jedoch auch Incubation-Kunden, die bis jetzt erst wenig internationalisiert sind, mit Gesamtumsätzen von ungefähr 20 Millionen Euro weltweit. Aber auch da funktioniert es. Und insgesamt arbeiten wir aktuell weltweit. Da haben wir mehrere hundert Verkäufer und Servicetechniker in diesem Modell für unsere Kunden weltweit in unseren Büros. Next, please. Bevor das Incubation-Projekt startet, klären wir Ihre tatsächlichen Anforderungen und den genauen Projektumfang in einem Kickoff-Call. Und dabei geht es dann insbesondere auch um die Frage nach der Zusammenstellung der Projektteams. Also brauchen Sie vielleicht nur Leute, die Vertrieb machen? Brauchen Sie dabei auch Servicetechniker vor Ort? Und beim Vertrieb zum Beispiel von Commodities wie Düngemittel kriegen wir das ganz gut auch selbst hin mit eigenem Personal. Aber wenn der Vertrieb dann technisch wird und technisch hochkomplexe Produkte verkauft werden müssen, wo Vertriebsingenieure benötigt werden, da stellen wir dann gegebenenfalls auch weitere eigene Mitarbeiter ein mit den entsprechenden Qualifikationen für das Projekt. Und ja, häufig buchen dann unsere Incubation-Kunden auch weitere modulare Services dazu, wie Sekretariatsdienstleistungen vor Ort oder dazu auch Lagerflächen für Produkte oder auch die Abwicklung von Warenbewegungen. Und ja, dann werden Projektziele zusammen in Absprache festgelegt, etwa die Zahl der Akquiseanrufe oder wie viele Leads Sie sich wünschen pro Monat. Des Weiteren kümmern wir uns um die Verwaltung und Kontrolle des Projekts und wachen dann auch über die Einhaltung des Budgets, die Spesenabrechnung und so weiter. Ja, die Führung weit entfernter Teams ist nicht leicht, also genau das nehmen wir Ihnen ab. Und das ist auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Es sind schließlich unsere Mitarbeiter und die Teams werden von Managern vor Ort geführt. Die Kunden werden wöchentlich unterrichtet, sodass die Aktivitäten der Projektteams transparent sind und auch die Erreichung der Zielvereinbarung überwacht wird. Gleichzeitig hat der Kunde aber auch die Chance, oder das passiert, sich ein spezifisches Marktwissen aufzubauen, da er eben von uns ungefiltert regelmäßig Feedback erhält und auch vom Kunden direkt und von Partnern berichtet bekommt.
Darüber hinaus beraten wir den Kunden jederzeit bei operativen Fragen und strategischen Entscheidungen im Markt, die den Markt selber betreffen, und erhält so auch Zugang zu unserem lokalen Ecosystem, also zu Verbänden, Organisationen. Alle Partner, die wir vor Ort haben, können dann auch durch Sie genutzt werden. Next slide, please. Ja, vielleicht fragen sich inzwischen einige, wo denn genau die Unterschiede zwischen unserem Incubation-Modell und dem verbreiteten Begriff Payroll-Hosting sind. Darauf möchte ich kurz eingehen. Also vertraglich sieht es so aus, dass Sie beim Payroll-Management Ihren eigenen Mitarbeiter bei einer externen lokalen Firma einstellen. Das kann dann in einigen Ländern auch leicht als Permanent Establishment ausgelegt werden, und das ist dann eine illegale Betriebsstätte. Und in unserem Incubation-Modell wird eben genau das vermieden. Und da Sie Maya Vidorno Altios als lokalen Dienstleister für Vertrieb und Marketingaktivitäten beauftragen. In dem Fall stellen wir dann auch das Team für das Projekt selbst zusammen, passend zu Ihren Anforderungen. Und des Weiteren spart man sich in unserem Modell auch das Management aus der Ferne, wie man das so nennt. Einen Mitarbeiter über tausende Kilometer weit weg zu managen, der vielleicht auch noch aus einem anderen Kulturkreis kommt, das sollte man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. In unserem Incubation-Modell übernehmen wir diese Funktion für Kunden, und genau hierin liegt auch das Erfolgskonzept dieses Modells, das Erfolgsrezept. Die Kunden sind ja eben, also die Verkäufer sind unsere Mitarbeiter, die von erfahrenen Experten dann vor Ort geführt werden. Leistungstechnisch ist im Payroll-Management Ihr Mitarbeiter auf sich gestellt, und der dortige Dienstleister übernimmt in der Regel auch nur die administrativen Aufgaben wie Compliance, Gehalt und steuerliche Abwicklung. Und im Incubation-Modell hingegen bringen wir unseren Kunden auch vorhandenes Branchenwissen mit ein, was wir seit vielen Jahren erarbeitet haben, und unser lokales Netzwerk. Und wir übernehmen auch also stellvertretend für die Kunden dann den Vertriebsaufbau. Und im Erfolgsfall, sobald der Break-Even eben in Sicht ist, werden die ganzen Projektmitarbeiter und Strukturen auf die neue Tochtergesellschaft übertragen. Next, please. Zusammengefasst, das Incubation-Modell vereint die Vorteile von der eigenen Tochtergesellschaft und des Vertriebspartners bei wesentlich weniger Nachteilen. Also die ersten beiden Punkte, die wir hier sehen, wie bei der eigenen Tochtergesellschaft, sind schon mal vorteilhaft, wie Markenaufbau, multiple Händlerstrategie, das, was wir so managen können, aber auch das spezifische Marktwissen sind gleich wie bei der eigenen Tochtergesellschaft. Man hat aber auch einen deutlich schnelleren Marktzugang, da die lokalen Projektteams ihr Netzwerk, die Kundenkontakte und die Erfahrungen mit direkt einbringen und auch direkt loslegen können mit der Arbeit. Die Gründung von einer Gesellschaft dauert oft viele Monate. Ja, es gibt keine arbeitsrechtlichen Schwierigkeiten und andere Auflagen, also keine Gründungs- und Registrierungskosten, keine Transferpreisdokumentation und so weiter. Die Projektteams werden von Managern vor Ort geführt, und die Kunden werden wöchentlich unterrichtet. Die Aktivitäten sind daher stets transparent. Und die jeweiligen Vertriebsmitarbeiter für das Projekt werden als Vertreter des Auftraggebers von den lokalen Kunden akzeptiert und berichten alles wesentlich an den Kunden. Und somit erhält der Kunde eben sein spezifisches Marktwissen. Die Kosten des Modells gehen in der Gewinn- und Verlustrechnung auf, also keine Finanzierung über Kapital. Das Risiko ist eher als gering zu erachten, da ein Rückzug aus dem Markt bei Misserfolg sehr einfach möglich ist und der Vertrag einfach ausgelaufen werden kann oder über eine Kündigungsfrist. Die Nachteile sind hier ganz klar im Vergleich. Also es gibt natürlich auch Nachteile in dem Modell, das ist ganz natürlich. Im Vergleich zu einer Tochtergesellschaft hat man eben beim Branding gewisse Abstriche zu machen. Also Teammitglieder dürfen gegebenenfalls nicht als Mitarbeiter des Auftraggebers auftreten. Das gilt zumindest in einigen Ländern, ist aber nicht überall so. Ja, und keinesfalls dürfen auch die Projektteams im Namen des Auftraggebers dann Dokumente unterschreiben. Also dürfen die Angebote, die sie bekommen, dann weiterleiten an das Mutterhaus. Aber nochmals, Ziel des Modells ist es erstmal, und das ist ganz wichtig, die Umsätze in dem jeweiligen Markt so weit und rasch auf ein Niveau zu steigern, sodass sich dann für Sie die Gründung einer eigenen Niederlassung rentiert. Next slide. Ja, jetzt folgen ein paar Fallberichte, Case Studies von unseren unterschiedlichen Kunden aus unterschiedlichen Branchen, die in unterschiedliche Länder expandiert sind, und das alles mit Hilfe unseres Incubation-Modells.
Die Firma Ferrodo, Entschuldigung, ist ein mittelständisches Unternehmen aus der Kreislaufwirtschaft, das Nebenprodukte einkauft, aufbereitet und weiterverkauft. Wir sind führend im Bereich Eisensulfat und verkaufen dieses Produkt eben auch in der Stahlindustrie und in der Chemieindustrie und auch in der Wasseraufbereitung. Und vor kurzem wurde eine neue Produktlinie aufgebaut und die nun an Düngemittelhersteller verkauft werden soll. Das Problem hierbei war, dass Ferrodo ja bis jetzt einfach nur einen sehr guten etablierten Vertrieb zu den Kernindustrien hatte, aber jedoch noch nicht zu den Düngemittelherstellern. Und es musste aber zeitnah weltweiten Vertrieb dafür aufgebaut werden. Und hierfür wird dann eben in Frankreich, Italien, Spanien und USA aktuell das Incubation-Modell genutzt. In diesen Ländern wurden auch geeignete Projektteams dann aufgebaut von uns und dann von Ferrodo geschult mit Marketingmaterial in den jeweiligen Sprachen und auch eigene Websites in den jeweiligen Landessprachen wurden zur Verfügung gestellt von Ferrodo. Das Resultat? Ja, es gab einen schnellen Marktzugang und die ersten Kunden wurden bereits identifiziert und auch ein spezifisches Marktwissen in der Düngemittelindustrie wurde gewonnen. Next, please. Die Firma Götze ist ein mittelständisches Unternehmen mit 150 Mitarbeitern und einem Exportanteil von über 60%. Götze stellt Hochleistungsarmaturen her. Es ist keine Massenware. Es handelt sich um Hochleistungsventile für Flüssigkeiten aller Art, also Gase, technische Dämpfe, Wasserdampf. Und die Ventile kommen in Temperaturen von -270 Grad bis +400 Grad zum Einsatz. Der Vertrieb dieser Ventile ist nur über technisch sehr versiertes und gut geschultes Personal möglich, da man die Kunden eben zum Beispiel Chemieanlagenbauer oder Kraftwerksbetreiber auch technisch beraten muss. Und die Ergebnisse mit Vertriebspartnern brachte Götze zuvor nicht die gewünschten Ergebnisse und so wurde ein technisch versierter Vertriebsmitarbeiter identifiziert, der zuvor für den Wettbewerb tätig war. Dieser nutzt nun als Mitarbeiter von Meyer Vidone Altius sein Netzwerk zu Kunden und weiteren Vertriebsmitarbeitern, Vertriebspartnern vor Ort in der Region und konnte die Verkaufszahlen signifikant in Dubai steigern. Ja, und das betrifft eben nicht nur Dubai, sondern aktuell baut er auch gerade ein Netzwerk in den Anrainerländern auf. Next, please. Die Firma Kepler Weber hat zwar einen deutschen Namen, ist aber eigentlich brasilianisch. Also die wurde 1925 in Brasilien durch deutsche Auswanderer gegründet. Die sind hier eigentlich kaum bekannt, aber in den sogenannten Schwellenländern, wie Sie auf der Karte sehen, stark vertreten. Der Kunde wurde von Brasilien nach Kolumbien durch Meyer Vidone Altius begleitet, ebenfalls auch über das Incubation-Modell und auch mit allen Facetten, wie wir bereits besprochen haben. Next, please. Ja, Werner, die Firma Werner Automatisierungstechnik, zählt zu den international führenden Anbietern von Anhalte- und Positioniermodulen in der Automatisierungstechnik. Es ist ein konzernunabhängiges, klassisch mittelständisch organisiertes Unternehmen und stolz darauf, dass Werner-Produkte eben made in Germany sind und rund um den Globus erfolgreich zum Einsatz kommen. Die Umsätze in Italien waren nicht zufriedenstellend und man ist hier auch hinter dem Marktpotenzial deutlich zurückgeblieben. Und der Direktvertrieb aus Deutschland ist nach Italien schwierig. Der Verkauf ist hochtechnisch und man muss potenzielle Kunden dort auch einfach häufig besuchen, so mögen das die Italiener. Und den Vertrieb dann oft von Deutschland nach Italien zum Kaffee trinken zu schicken und zum Pasta essen und wieder zurück, das hat so nicht gepasst. Und auch hier war dann die Lösung das Incubation-Modell. Für das Projekt wurde ein technisch versierter Vertriebsmitarbeiter identifiziert und er kann jetzt die potenziellen Kunden in Italien auf einem wesentlich höheren Level und häufiger besuchen und ermöglicht eben eine direkte Kundenbeziehung und Kundenbindung. Next, please. Das Beispiel Philippe de Rothschild haben wir gewählt, da 90% unserer Kunden zwar aus dem B2B-Bereich sind, aber auch für den Fall, dass man nun ein Produkt hat, das aufgrund des hohen Preises und hoher Importzölle und hoher Regelungen ein paar Schwierigkeiten hat, dass auch hier das Incubation-Modell sinnvoll sein kann. In dem Fall Australien und USA gibt es natürlich auch sehr starke Konkurrenz, aber auch hier hat sich das gut eingependelt und die Ergebnisse sind durchaus zufriedenstellend. Next slide, please. Ja, das war es erstmal mit den Praxisbeispielen und nun möchte ich noch abschließend ein paar Sachen zu uns sagen. Wir wollen die Bedürfnisse
unserer Kunden und die Anforderungen unserer Kunden genau verstehen und geben uns daher dann die größte Mühe, immer eine passende Lösung zusammen mit dem Kunden zu entwickeln. Also wir unterstützen unsere mittelständischen Firmenkunden in allen Phasen ihrer Internationalisierung. Da sind welche dabei, die haben bereits ja erst einen geringen Internationalisierungsgrad und da sind die unterstützen wir dann mit Leistungen wie zum Beispiel der Strategieentwicklung, mit der Informationsbeschaffung oder auch dem Aufbau erster Vertriebsstrukturen. Aber wir haben auch Kunden, die eben schon viel mehr internationale Erfahrung gesammelt haben und eine höhere Exportquote haben. Da kommen dann eben andere Dienstleistungen wie eben das genannte Incubation-Modell vor, Recruitments, Gründung und Verwaltung von Tochtergesellschaften, Due Diligence, wenn es mal nicht so läuft oder auch größere Investitionsprojekte Projekte wie Mergers und Acquisitions im kleineren Rahmen oder auch der Produktionsaufbau. Next, please. Diese Karte stellt hier nochmal unsere Präsenz dar, etwas anschaulicher. Einst waren wir nur in Indien und heute fast auf der ganzen Welt vertreten, wie Sie sehen. Für uns selbst ist es aktuell eine sehr aufregende Zeit und ich hoffe, ja, dass wir Sie in Zukunft auch noch in anderen Ländern als in Indien unterstützen dürfen. In 22 Ländern sind wir lokal vertreten, das sehen Sie an den orangenen Nadeln, und wir decken damit über 70% der Weltwirtschaftsleistung ab und in den nächsten 5 Jahren sind auch noch einige weitere Büros geplant. Ja, unsere stärksten Büros sind Indien und China. Also wir sind in manchen Ländern stärker ausgebaut als in anderen. Das liegt zum einen daran, immer welche Leistungen üblicherweise nachgefragt werden, wie viel Personal man dafür braucht. Und zum anderen aber auch, dass wir in Indien in den letzten 20 Mayavidorno-Jahren stark in die Tiefe gewachsen sind im Dienstleistungsumfang und Altios hingegen global in die Breite gewachsen ist. Und nun haben wir hier eine sehr gute Ergänzung. Darüber hinaus arbeiten wir weltweit mit über 100 Partnern zusammen, um unsere Kunden auch da zu unterstützen, wo wir noch nicht selbst vertreten sind. Beispielsweise in anderen Ländern wie zum Beispiel Nordafrika oder Subsahara-Afrika, da haben wir keine eigene Niederlassung oder noch nicht und können aber trotzdem unser Incubation-Modell zum Beispiel auch dort über Partner anbieten. Next, please. Zusätzlich verfügen wir ja über ein großes Netzwerk mit staatlichen und privaten Institutionen wie Wirtschaftsförderungen, Kammern, Private Equity Fonds, Banken, Kanzleien und zur Unterstützung und ja, die zur Unterstützung unserer Kunden eben genau da ansetzen, wo unsere eigene Expertise dann aufhört. Next, please. Abschließend sehen Sie hier nochmal ein Schnittbild unserer Kunden. Wir sind nicht auf bestimmte Branchen fokussiert, sondern ja, unsere Kunden sind vor allem Mittelständler aus dem B2B-Bereich und sie teilen sich eben ja etwa wie ein Kuchendiagramm der Industrieverteilung des deutschen Mittelstands auf. Next, please. Ja, es hat mir heute sehr Spaß gemacht, Ihnen unser Incubation-Modell vorzustellen und auch ich habe gehofft, ja, dass ich Sie damit vielleicht gegebenenfalls auch inspirieren konnte. Ich würde mich freuen, Ihnen unser Incubation-Modell dann auch nochmal persönlich vorzustellen zu dürfen im Detail und ja, hoffentlich auch bald wieder von Angesicht zu Angesicht. Dann haben wir es bald alle hoffentlich auch mit der Corona-Pandemie geschafft. Toi, toi, toi. Jetzt wollen wir mal schauen, ob es Fragen gibt und somit sind wir in unserer Q&A-Runde angekommen. Einen Moment, ich schaue mal gerade. Eine Frage sehe ich hier. Warum ist es sinnvoll, zusätzlich zu bestehenden Handelsvertretern noch jemand in Anführungszeichen eigenes, Betonung auf Anführungszeichen eigenes, vor Ort zu haben? Ja, also das hatte ich, glaube ich, schon angeschnitten. Natürlich muss man immer von Fall zu Fall abwägen und auch sehen, wie aktiv der Distributor oder der Handelsvertreter, den man hat, wie aktiv der da unterwegs ist, ob der vor Ort auch aktiv Business Development betreibt, ob der Bestandskunden regelmäßig besucht, ne, und auch ob der man muss auch schauen, ob der Umsatz dann konstant wächst. Und das kann funktionieren, aber es gibt natürlich auch viele Vorteile, dann jemanden nochmal über das Incubation-Modell trotzdem vor Ort zu haben. Das sollte man zumindest überlegen, um einfach auch regelmäßig Bestandskunden zu besuchen und auch das Partnernetzwerk aus Handelsvertretern zu managen. Das kann man von vor Ort deutlich leichter als aus dem Mutterhaus, wenn es weit weg ist.
Und ja, sodass dann auch zum Beispiel die lokalen Ansprechpartner, dass das lokale Netzwerk Ansprechpartner vor Ort hat und ja, dass man auch Gesicht zeigt, Stichwort Branding. Und ja, natürlich kann jemand vor Ort auch ein Netzwerk aus Partnern aufbauen und dann noch das managen zusätzlich zum Vertrieb, der hochtechnisch ist. Ja, und natürlich Stichwort technischer Vertrieb. Das sollte man natürlich, je nachdem, wie fit der Distributor ist, dann vielleicht durch ja, ein eigenes Personal machen. Vor allem, weil man nie weiß, wie groß ist das Produktportfolio des Vertriebspartners noch, ne? Also wen hat er noch im Portfolio? Wie viele Kunden muss er noch betreuen von anderen, zum Beispiel Konkurrenten möglicherweise? Das weiß man eben nicht. Und so ist man abgesichert und zeigt eigenes Gesicht vor Ort. Dann schauen wir gerade noch auf weitere Fragen. Ja, Frage zu den aktuellen, wie die Kosten im Verhältnis zu anderen Modellen sind. Klar, zum Vertriebspartnermodell, da haben Sie eigentlich erstmal so keine Kosten, es sei denn, Sie haben sich auf gewisse Provisionen geeinigt mit einem Vertriebspartner. Die würden aber zum Beispiel auch im Incubation-Modell wegfallen. Da haben wir zum Beispiel dann, ja, die Kosten muss man auch im Incubation so betrachten, die sind von Land zu Land unterschiedlich. Da kommt es dann auch auf die Größe der Teams an, wie viele Leute brauchen sie vor Ort, brauchen sie, wie qualifiziert müssen die Vertriebler sein, wie viele brauchen sie dazu Servicetechniker. Das muss man dann schauen. Aber die Incubation-Kosten sind nur im Dienstleistungsvertrag geregelt. Und eine Gründung zum Beispiel einer Firma, jetzt wo wir uns das andere Modell anschauen, da kommen dann die Kosten, also die Gründungskosten zusammen, die Verwaltung jährlich, ne, also die Compliance-Kosten, die ersten Registrierungen. Ja, die Compliance-Kosten, die können schon auch einen großen Bestandteil ausmachen jedes Jahr, die auch immer wiederkehren. Klar, sie sind steuerpflichtig dann, was auch beim Incubation-Modell nicht der Fall ist. Und ja, teure und langere Abwicklungskosten. Also wenn die Firma nicht so läuft, dann dauert es erstmal ziemlich lange, die wieder abzuwickeln, was auch viel Geld und Zeit kostet. Und wenn das zum Beispiel im Incubation-Modell nicht läuft, dann können Sie einfach den Dienstleistungsvertrag kündigen. Ne? Genau. Und wie gesagt, von Land zu Land sind die Kosten im Incubation-Modell unterschiedlich. Und wenn Sie aber konkrete Fragen zu bestimmten Ländern haben, bitte ich Sie, mir einfach eine E-Mail zu schreiben, dann können wir da im Detail drüber sprechen. Weitere Fragen? Uns bereits bekannte Mitarbeiter könnten auch direkt über Meyer Vidorno Altios im Incubation-Modell eingestellt werden. Genau, das ist richtig. Also da können wir, wenn Sie da jemanden haben ja, keine eigene Firma gründen möchten, aber Sie haben den Mitarbeiter schon, dann können wir uns sicherlich darüber unterhalten, den auch über dieses Incubation-Modell laufen zu lassen. Der wird dann quasi aber erstmal unser Mitarbeiter vor Ort und auch durch uns geführt. Genau, aber das ist überhaupt kein Problem. Und ja, da können wir uns auch gerne im Detail drüber austauschen. Danke für die Frage. Wenn Sie Ihr eigenes Personal auf den Vertrieb ansetzen, garantieren Sie dann auch einen gewissen Umsatz oder wie verrechnen Sie Ihre Leistung? Also wir haben eine Grundleistungsgebühr, eine Grunddienstleistungsgebühr und ja, natürlich zu Beginn der Zusammenarbeit vereinbaren wir auch ja, gewisse Targets, ne? Also was muss erreicht werden, wo wollen wir hin? Dazu müssen Sie uns natürlich auch ein bisschen Zeit geben. Also oft machen wir den ersten Vertrag für ein Jahr zum Beispiel, dass man sagt, so, da wollen wir am Ende des Jahres stehen. Und wenn das eben nicht so ist, also klar, Sie werden die ganze Zeit dabei unterrichtet und stehen dann im Austausch und ja, da werden natürlich dann die Ziele ja auch eingehalten. Und wenn das nicht so ist, dann kann man die Zusammenarbeit entweder überdenken oder ja gucken, wie es weitergehen kann. Ja, genau. Schau rein.
Ja, jetzt sehe ich hier noch eine Frage, die sehr spezifisch ist und sehr speziell. Die würde ich per E-Mail beantworten und an einen Christian, aber da werde ich mich per E-Mail melden. Und ansonsten würde ich sagen, war es das. Melden Sie sich gerne bei mir per E-Mail m.heikmann@mv-altios.de. Ich danke Ihnen, dass Sie alle hier waren und entschuldige mich nochmal für die technischen Störungen zwischendurch. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen und ja. Ich kann Ihnen gerne auf Anfrage dann die Präsentation auch nochmal zukommen lassen. Und bei individuellen Fragen melde ich mich, sobald Sie mir eine E-Mail schreiben. Vielen Dank, alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald. Danke.